Vor langer Zeit las ich einmal, die Natur ließe kein Vakuum zu. Das mag jetzt nach einer sehr physikalischen Behauptung klingen, doch stand sie in einem Lehrbuch über Magie. Die Theorie darin war, dass Magie über einen starken Willen funktioniert. Da die Natur dazu neigte, jedes Vakuum füllen zu wollen, musste man, um Magie wirken zu können, etwas theoretisch nur auf so spezielle und kräftige Art und Weise wollen, dass ein Schicksalsvakuum entsteht, welches die Natur zu füllen gedenkt. Wenn man also stark genug möchte, dass man mit der Hand Steine schweben lassen kann, passiert das auch. Und wenn man sich genug über die steigenden Preise der Recken-Amiibos aufregt, dann wird man diese zu fast Originalpreis finden, sobald das Video rendert, in dem man sich darüber beschwert hat. Das oder es war mal wieder ein sehr, sehr lustiger Zufall, dass sich die Dinge so gefügt haben und ich endlich in den Besitz der Recken gekommen bin. Wenn ihr mich in diesem Video also jammern und fluchen hört, liegt es nur daran, dass ich erneut versuche, das Universum nach meinem Willen zu formen. Das oder ich bin einfach nur ein ungeduldiger Stinkstiefel, dem man es einfach nicht recht machen kann. Allerdings fand ich an vielen unerwarteten Stellen auch Lob in diesem fünften Jahr mit der Nintendo Switch. Der erste Monat dieses fünften Jahres verlief für mich recht entspannt. Ich gönnte mir die Amiibos der Recken. Nur der erste Schritt einer sehr eskalierenden Reise schaffte es endlich, Age of Calamity abzuschließen und nein, die geheime Szene am Ende hat nichts an meiner Meinung zum Spiel geändert. Was sie mir geliefert hat, war allerdings ein Moment, in dem die mürrische Fassade meines geliebten Streithahns Revali kurz bröckelte. Monster Hunter Rise erschien und ich konnte endlich einen Pro-Controller meinen eigenen. Allerdings nicht das zugehörige Spiel, weil ich dafür nicht auch noch Geld ausgeben wollte. Nach 3 Monaten beendete ich sogar endlich Xenoblade Chronicles. Aus dessen Review, für die ich eigentlich begann auf Twitch zu streamen, ist nie etwas geworden. Denn wie sich herausstellte, ist Stream auch nicht schneller als Let's Playen. Leider aber um einiges spaßiger, weswegen auf diesem Kanal mittlerweile eine Content-Flaute herrscht und dieses Video teils drohen könnte, mehr Switch als Twitch-Video zu werden. Und als wäre das noch nicht genug, werde ich sogar ganz unartig sein und auch noch andere Konsolen erwähnen. Während einer der Xeno-Streams trat außerdem ein Schelm auf den Plan, der in diesem Jahr noch einigen seltsamen Ideen auf die Sprünge helfen sollte. Mit der ersten hatte er allerdings nichts zu tun, denn neben Xenoblade beschloss ich in Streams die Krog und Kisten von Age of Calamity zu suchen. Bedauerlicherweise haben Krog die Angewohnheit, süchtig zu machen, und so exhumierte ich bald wieder Breath of the Wild aus seiner Hülle und begab mich auch dort auf eine Reise, die restlichen der 900 Krog zu sammeln. Das Stream führte aber auch dazu, dass ich mal wieder einen der Joy-Con auseinandernahm, weil ich das Ladeproblem fixen wollte, das ich im letzten Jahr mit der Switch erwähnt hatte. Mehr als ein lockerer Kontakt konnte es nicht gewesen sein, denn nach simplen Auf- und Zuschrauben mit ein bisschen Cookie-Cookie war das Problem behoben. Neben Breath of the Wild erlebte durch die Streams auch Mario Kart 8 Deluxe ein kleines Revival. Dort hatte ich vor Jahren vergessen weiterzuspielen, aber der Online-Multiplayer verhalf ihn nun zu einem zweiten Leben in meiner Historie der Switch. Wer im April ebenfalls endlich eine Online-Funktion erhalten sollte, war Super Mario Party. Offen gesagt, viel zu spät, um dort noch etwas zu retten, aber besser spät als nie. Außerdem erschien Pokémon Snap und ich habe ihm gern zugewunken, als es an mir vorbeigezogen ist. Der Gameplay-Loop war leider schon zu N64-Zeiten nichts für mich. Nintendo versuchte außerdem, wie gewohnt, seine Absonderheit des Jahres auf den Markt zu bringen. Nachdem es uns im letzten Jahr mit Lego Mario beglückte, erwartete uns dieses Mal Lego Luigi. Und als wüsste Nintendo, dass man damit keine großen WTF-Wellen schlagen konnte, schob man Anfang Mai auch noch Spielstudio für Nintendo Switch hinterher, mit dem man wohl selbst Spiele bauen können sollte. Da ich aber nie wieder etwas davon gehört habe, war es entweder ein totaler Reinfall oder ich zu sehr damit beschäftigt, kleine Wurzelmännchen zu sammeln. Damit war ich allerdings bereits schon Anfang Mai fertig und das hinterließ eine Lücke in mir, die gefüllt werden wollte. Ich versuchte sie mit Link's Awakening zu füllen, nachdem dieses schon über ein Jahr geduldig darauf wartete, gespielt zu werden. Anstoß dazu gab ein Link's Awakening Amiibo, denn ein gewisser Schelm hatte mich mit seiner Sammlung der kleinen Figürchen dazu angeregt, doch mal die fluktuierenden Preise im Auge zu behalten. Und zu einem Amiibo zum Originalpreis sagt man nicht nein.
Umso passender war, dass Nintendo kurz darauf das Zelda mit Wolkenvogel-Amiibo angekündigt hatte. Bevor ich mich hier dem gleichen Problem wie mit dem vergriffenen, immer teurer werdenden Recken gegenüberstehen sah, wurde dieses sofort vorbestellt. Aber Link's Awakening ging auch leider so schnell, wie es gekommen war. Und an mir nagte abermals die Sucht nach mehr Zelda-Spielen. Auf vielfachen Wunsch der Zuschauer hin, begab ich mich deshalb Ende Mai auf ein Abenteuer, das ich nie gedacht hätte antreten zu wollen. Der Breath of the Wild Master Modus. Und auch dort wollte ich wieder alle 900 Krog sammeln. Aber warum da aufhören? Flüsterte mir der Schelm zu. Warum nicht auch noch gleich alle 1243 Kisten? Nur dann sind es 100%. Es lag also Großes vor mir. Und voller Tatendrang landete auch noch das Reiterlink-Amiibo bei mir. Ich denke, hier war abzusehen, dass sich dort gerade ein kleines Problemchen entwickelte. Die Zeit begann an mir vorbeizufliegen und ehe ich mich versah, war bereits Juni und nach der Zwangspause im letzten Jahr stand wieder DE3 vor der Tür. Mit sich führte sie eine neue Nintendo Direct. Den Auftakt machte, wie schon so oft, Super Smash Bros. Ultimate mit einem neuen Kämpfer, Kazuya aus Tekken. Sollte man wohl kennen, war für mich aber nur ein weiterer Terry. Für Nintendo-Verhältnisse war der Ankündigungstrailer aber echt düster, in dem ein Kämpfer nach dem anderen vom Neuling in einen Vulkankrater geworfen wurde. Alle außer meinem Erzfeind, Mr. Plot Armor persönlich. Kirby! Da Nintendo eingesehen hatte, dass Super Mario Party mit einem Online-Modus nicht mehr zu retten war, kündigte man Mario Party Superstars an. Diesmal sogar von Anfang an mit besagtem Online-Feature, bewährten Minispielen und Spielbrettern. Shin Megami Tensei 5 sah leider nicht mehr so interessant aus wie noch zum Reveal-Trailer der Switch und zu seinem Jubiläum bekam Metroid sogar mal wieder ein neues Spiel spendiert. Zwar nicht das verschollene Metroid Prime 4, aber immerhin ein Metroidvania. Kann man bei einem Metroid-Spiel überhaupt Metroidvania sagen? Oder ist das dann nur ein Metroid? Jedenfalls sah es mir viel zu stressig für mein Gemüt aus. Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum ich über sowas nachdenke und nicht über Mario Golf rede, es ist nur Golf. Außer Metroid hatten noch andere ihr Jubiläum, zum Beispiel Donkey Kong, der komplett übergangen wurde, und auch so eine kleine Reihe, die ich hier und da mal in diesen Videos erwähnt hatte, The Legend of Zelda. Nachdem Mario ein ganzes Jahr für sich beansprucht hatte, bis es allen zu den Ohren raushing, was hatte Zelda zu bieten? Aha, DSC für Age of Calamity, na gut, man fängt halt klein an. Was noch? Skyward Sword, wussten wir schon, mein Interesse daran war quasi nicht vorhanden, aber okay. Jetzt bitte was Neues? Ah, ein Game & Watch. Wie bei Mario, nur in grün statt rot. Mit Zelda 1, 2, der Gameboy-Version von Link's Awakening, einem Reskin von Vermin und einem scheinbar coolen Plastikständer, der sich zum Release als bloße Pappschachtel entpuppt. Sollte. AG, weißt du noch, was ich letztes Jahr gesagt hatte? Also AG, wenn ich dich das nächste Mal vor so einem düsteren Hintergrund sehe, dann lieferst du hoffentlich auch endlich etwas zu Breath of the Wilds Nachfolger, damit ich im fünften Jahr mit der Nintendo Switch Video immer über irgendwas reden kann. Und da stand er wieder vor diesem ominösen Hintergrund. Und diesmal hat er etwas mitgebracht. Düsteres Wabern. Aufblitzendes Grauen. Eine fallende Prinzessin und dann... Skyward Sword? Ich meine Skydiving. Dazu neue Orte, neue Gegner, alte Feinde in neuem Licht, neue Fähigkeiten. Und noch immer dieser verquere, mitschwingende Ton, während Schloss Hyrule aus seinem Fundament gehoben wurde. All das in diesem Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, der von nun an folgenden Namen tragen soll. Den Namen... Was? Nein! Nicht abblenden! Wie heißt das verdammte Spiel? Ihr könnt doch nicht nach zwei Jahren Stillschweigen wiederkommen und doch immer keinen gescheiteren Titel als der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild haben. Das ist hier nicht Untitled Goose Game. Gut, in Interviews wurde bereits gesagt, dass der Titel wohl ein Spoiler sein soll, aber ehrlich, spätestens bei Release wird er sowieso auf jeder Packung stehen, also denkt euch einen anderen Titel aus oder veröffentlicht ihn endlich. Aber das war nicht alles, was mich störte. Für mich, der ich nun schon wieder mehrere Monate durch Breath of the Wild streunte, stellte sich mit diesem Trailer vor allem ein Gefühl ein. Sorge.
Links grüne Hand würde wohl den Shiga-Stein und die Fähigkeiten der Recken ersetzen. Diese hatten einen nicht unbedeutsamen Teil des Reizes von Breath of the Wild ausgemacht. Würde die Zeitumkehr die Stasis ersetzen? Würde das Deckentauchen Revali ablösen? Man schien auf nichts Dagewesenes aufzubauen, sondern ein ganz neues Spiel zu bauen. Das ist zum Teil ja recht löblich. Aber wäre das noch das Spiel, auf das man so lange gewartet hat? Würde ich meinen Wingman Revali überhaupt je wiedersehen? Die neuen Elemente wirkten seltsam fremd und die alten wirkten extrem ausgelutscht. Ich meine, ich sah den Ivarok mit seiner Boglin-Feste auf dem Rücken und dachte nur, Igitt, das wird anstrengend sein, den zu besiegen. Und so ging ich mit gemischten Gefühlen aus der Direct. Es schien aber nicht nur der Titel des Zelda-Spiels zu fehlen. Irgendetwas schien noch im Busch zu sein. Immerhin heißt es ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und dieser Busch brannte lichterloh. Denn es häuften sich die Gerüchte über ein neues Switch-Modell. 4K, größerer Bildschirm, besserer Kickstand, mehr Speicher, neues Dock. Es wurde fest mit einer Enthüllung zur E3 gerechnet. Und ich hatte es in meinem vierten Jahr mit dem Nintendo Switch-Video sogar irgendwie provoziert. Doch trotz allem, nichts. Zumindest für 2 Wochen nicht. Denn dann stellte Nintendo das Nintendo Switch OLED-Modell vor. Und es hatte all das, was gemunkelt wurde. Naja, alles außer dem 4K-Support, aber ehrlich Leute, wir reden hier von Nintendo. Bis Nintendo bei 4K angekommen ist, sind alle anderen Konsolen bereits bei 8. So ganz will mir auch einfach nicht in den Kopf, warum Leute immer wieder versuchen, Nintendo-Systemen solche Grafiklast aufzuzwingen, wo dessen Prioritäten doch offensichtlich an anderer Stelle liegen. Worin ich mich geirrt hatte, war, dass die neue Switch mit einem Zelda-Spiel erscheinen würde. Aber wer konnte auch die Existenz von Metroid Dread ahnen? Zumindest dürften jetzt wieder 2 Jahre Ruhe sein, bis das nächste oder ein Nachfolgemodell der Switch erscheint. Für mich war die OLED-Switch jedenfalls nicht sonderlich verlockend, da diese teurer als das Original verkauft wurde und ich durch Twitch nur im Dock-Mode zum Spielen kam. Auch wenn der neue Kühlergrill vielversprechend aussah. Allerdings hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir mal einen Zero Suit Samus Amiibo kaufe. Aber für 2 Euro wollte ich die Dame nicht stehen lassen. Und wo ich gerade schon wieder Twitch erwähnt habe, Mario Kart fing langsam an zu nerven. Es ist faszinierend, wie viel frustrierender das Spiel wird, wenn man auch nur ein bisschen besser als grottenschlecht fährt und die Gastgeber im Online-Modus immer furiose Items eingestellt haben. Und man sieht immer und immer und immer wieder dieselben Strecken. Ich verstehe nicht wirklich, wie die Leute noch immer so viel Spaß daran haben können, ewig die gleichen Kreise zu fahren und jedes Mal von einer blöden Gewitterwolke weggeblitzt zu werden, wenn man gerade ein bisschen in Schwung gekommen ist. Außerdem flüsterte mir der Schelm zu, ich solle doch Monster Hunter Rise kaufen. Das wäre eine sinnvollere Alternative, die Online-Funktion zu nutzen. Man könnte ja gemeinsam auf Jagd gehen. Also war es im Juli soweit, ich startete ein neues Monster Hunter Abenteuer, damit ich mal wieder ein wenig abseits der Streams spielen konnte. Aus Gründen wurde aus dem gemeinsamen Jagen allerdings nicht wirklich etwas. Aber immerhin begrüßte mich Monster Hunter mit einem Okami-Deko-Rüstungsevent, sodass mein cooler Wolf gleich wie Amaterasu aussehen konnte. Und wie man so durch die Areale ritt, kam ich nicht umher zu schwärmen, wie cool es wäre, wenn man im Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf seinem Wolf-Link aus dem Amiibo reiten könnte. Sofern man ihn überhaupt aus dem Amiibo bekommt. Oh je. Ich kann das nicht ohne Wolfi. Ich war durch die Krogsuche in dem Master-Modus eh noch enger mit Wolfling zusammengewachsen, weil das Spiel einem zum ersten Mal seit langem keinen Companion zur Seite gestellt hatte. Und da wünscht man sich halt eine größere Rolle für den kleinen Racker. Was wird zuerst brechen? Mein Geist, meine Geduld, Wolfi oder dieses Schwert? Das war jetzt wieder zu viel, aber vielleicht hilft es. Mist. Ja. Also Wolfi ist rübergekommen. Der Wolkenvogel-Amiibo zeigte ja, dass Nintendo gewillt ist, nützliche Funktionen hinter überteuerten Extras zu verbergen. Das überteuerte Stück kam übrigens Ende Juli auch endlich bei mir an. Gerade rechtzeitig, denn meine Sorge zum Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild hatte sich gewandelt. Zelda-Theoristen hatten nach 2 Jahren Rumhängen auf den gleichen Clips von Zelda Link und Ganondorf endlich neues Material, mit dem sie arbeiten konnten. Und die Möglichkeiten, wohin die Reise in diesem Spiel gehen könnte, waren unzählig und aufregend. Welche dieser Möglichkeiten es letztlich wird, wird uns wahrscheinlich der ominöse Titel des Spiels verraten. Und mich überkam im Trubel um Skyward Sword eine Ahnung. Waren dessen Release und die Ähnlichkeiten im Trailer nur Zufall? Oder steckte mehr dahinter? Es war immerhin das chronologisch erste Zelda-Spiel, während die Breath of the Wild-Spieler die letzten der Reihe darstellten. Sie bildeten quasi den Anfang und das Ende dieses endlosen Zyklus im Kampf um das Triforce.
Vielleicht war dort eine Verbindung. So gelangte ich immer mehr zu der Überzeugung, dass die Story von Skyward Sword eventuell wichtig für das nächste Spiel werden könnte. Und da ein gewisser Schelm zu jener Zeit darauf hinwies, dass man es samt Steelbook und Schlüsselanhänger auch noch günstiger aus England importieren kann, tat ich genau das. Dank dem Brexit-bedingten Zoll wurde allerdings aus dem günstigeren Preis nichts und ich zahlte im Endeffekt genauso viel wie hierzulande für das Spiel. Dazu waren die Tracking-Infos des Absenders mehr als fragwürdig, aber letzten Endes kam alles heil bei mir an und wanderte erstmal auf den Stapeln noch zu spielender Spiele, da ich anderweitig beschäftigt war. Unter anderem mit Monster Hunter, bei dem ja nun keiner mit mir jagen wollte, weil was anderes das Licht der Welt erblickt hatte. Pokémon Unite. Zur Zeit seiner Ankündigung noch rechtens verachtet, war es nun in aller Munde und lockte gleich zu Beginn mit einem Portfolio an verhaltensmanipulierenden Mobile-Game-Tricks. Zur Begrüßung ein besonderes Pokémon, täglicher Login-Bonus, Events, die durch FOMO zum Dauerspielen verlocken sollten, nur um später dafür zu sorgen, dass es viel zu viel wird und man beginnt, sich das Leben mit Microtransactions zu erleichtern, nachdem man bereits emotional an seinen Account und die mit verbundenen Errungenschaften investiert war. Herrlich! Ich habe es mir heruntergeladen, um das Seraora abzuholen und meinen Namen zu sichern, das Ganze seither nicht mehr angefasst, wenn ich nicht gerade dazu gedrängt wurde. Diesmal hatte der Schelm nicht gewonnen. Blöderweise folgte sogleich seine Rache, als er im August fragte, welches denn mein Lieblingsmonster aus der Monster Hunter-Reihe sei. Ich habe nur ein wenig zu sehr darüber nachgedacht und schwupps hatte ich eine Legiana-Figur bei mir und gleichzeitig den Breath of the Wild Boglin Amiibo bestellt, weil er gerade recht günstig war. Und ich sage euch, nach Monaten im Master Mode hat ein roter Boglin etwas Wunderschönes an sich. Er verkörpert in gewisser Weise eine reinere, unbeschwerte Zeit. Er war ein melancholieanregendes Stück Vergangenheit. Und nachdem ihr wisst schon wer außerdem meinte, dass die Nintendo Switch Online NES Controller gerade im Angebot seien, landete mit seiner Hilfe auch gleich zwei davon bei mir. Und als sei das noch nicht genug, beschloss ich mit dem Wächter Amiibo endlich den Sack zuzumachen und hatte somit immerhin schon alle Breath of the Wild Amiibos beisammen. In all diesem Kaufrausch gingen die Indie World und die Pokémon Presents total an mir vorbei. Letztere war aber fast eh nur vollgestopft mit Pokémon Unite, haufenweise bekloppten Handy-Apps, dazu noch ein Trailer dieser Shippy-verseuchten Sinnoh-Remakes und einem Trailer zu Pokémon-Legenden Arceus, den ich mir eh nicht ansehen wollte, weil ich zu Release alles alleine decken wollte. Ich sah dem Spiel noch immer freudig entgegen, auch wenn es wohl nur aus Arealen und nicht einer kompletten Open World bestehen würde. Das Internet sah das irgendwie als Anreiz an, abermals in einen Shitstorm auszubrechen. Aber feierte, wie toll doch die Remakes aussahen. Keine Ahnung warum, vielleicht bin ich einfach nur absonderlich. Im September war es dann soweit. Nach über 250 Spielstunden und 31 Streams waren alle Krog gefunden, alle erreichbaren Kisten geöffnet, alle Nebenaufgaben erledigt, alle Rüstung erbeutet. Diesmal hatte ich mich nicht durch die Prüfung des Schwertes gecheatet und endlich fiel der Ganon des Master Mode. Breath of the Wild war zum dritten Mal abgeschlossen. Recht passend überließ mir ein Freund ein paar Tage später sein Smash Bros. Link Amiibo, wieder einer weniger auf der Liste, und in gewisser Weise wie eine kleine Trophäe für die Anstrengung. Auch befreite ich zur Feier des Tages endlich die Recken aus ihrer Verpackung, in der sie die letzten 6 Monate verweilt hatten. Und ja, ich kann meine beiden Rivalis auseinanderhalten. Ansonsten muss ich leider sagen, dass der letzte Moment des Spiels nicht so euphorisch war, wie ich ihn mir vielleicht gewünscht hatte. Vielleicht lag es an der Erschöpfung vom Kistensammeln, vielleicht daran, schon zum dritten Mal das Spiel durchzuhaben, vielleicht waren es die privaten Dämonen, mit denen ich zu jener Zeit zu kämpfen hatte. Vielleicht lag es daran, dass keiner derjenigen dem Ende beiwohnte, die anfangs so darum gebettelt hatten, mit anzusehen, wie ich mich durch den Master-Modus schlage. Ich begann mich zu fragen, ob das das Gefühl ist, das andere haben, wenn ihre Eltern nicht bei einem ihrer wichtigen Fußballspiele anwesend sind. Was ist ein Erfolg schon wert, wenn man ihn mit niemandem teilen kann? Vielleicht war es aber auch nur die Gewissheit, abermals von der Prinzessin Abschied nehmen zu müssen. Was es auch war, es war getan. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu jemandem werden würde, der leichtfüßig Sprüche klopfen mit goldenen Neunen kämpft, aber letztlich war das nicht einmal selten vorgekommen. Jetzt stand allerdings eine alte Frage im Raum. Wie knüpft man an? An Breath of the Wild. Für den Moment lag mir der Sinn nach etwas mehr Freiheit. Nach Weite. Nach mehr. Nintendo wollte zum 35. Jubiläum ja nicht liefern, also wurde es Zeit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich legte die Switch beiseite und ergatterte eine Wii U in der Wind Waker Special Edition.
Ich stellte mich beim Vorbereiten des Systems so geschickt an, dass ich es geschafft hatte, mit meinem System-Reset die vorinstallierte Version von Wind Waker zu löschen, weswegen ich diese nochmals im eShop kaufen musste. Und ich muss sagen, der eShop der Wii U war eine kleine Offenbarung im Vergleich zu dem, was die Switch mir seit Jahren zu bieten hatte. Allein die ganzen Virtual Console-Artikel, vor allem die Nintendo 64-Spiele, so viele alte Schätze. Ich wurde so nostalgisch, dass ich mir sogar eine goldene Majora's Mask-Kassette kaufte, nur um dann festzustellen, dass diese nur mit dem N64 Expansion Pack funktioniert. Yay! Und in einem Schwung der Ironie des Schicksals erhörte Nintendo mich und kündigte in der kurz darauf erscheinenden Nintendo Direct das Nintendo Switch Online Expansion Pack an, in dem dann endlich auch N64-Spiele zu spielen sein würden. Unter anderem Ocarina of Time und Majora's Mask, die ich bereits in besser auf dem 3DS spielen konnte. Mario Party, das mit Mario Party Superstars überfällig geworden war, Mario Kart 64 auch beinahe vollständig in Super Mario Kart 8 Deluxe integriert. Merkt ihr das Problem bei diesem Angebot, Nintendo? Aber sie hatten auch etwas, das mein Interesse wecken sollte. Künftig sollte Banjo-Kazooie erscheinen. Denn das konnte ich im Wii U eShop leider nicht ergattern und war zusammen mit Banjo-Tooie einer der Titel, die ich in meiner Kindheit nie zu spielen bekommen hatte. Aber natürlich wagte niemand zu diesem Zeitpunkt über Preise des Nintendo Switch Online Expansion Packs zu reden. Also abgesehen von den überteuerten je 50 Euro der neuen N64 und Sega Mega Drive Controller. Und dass ich bis jetzt nicht einmal erwähnt habe, dass im Expansion Pack ebenfalls Mega Drive Spiele enthalten sind, zeigt wohl, wie relevant diese auf längere Sicht waren. Und wie sollte es auch anders sein, waren die Controller von Scalpern vergriffen, sobald sie vorbestellbar waren und können jetzt zum bald dreifachen Preis auf eBay ergattert werden. Brennt in der Hölle, Scalper, ihr alle! Ansonsten hatte die Direct die Monster Hunter Rise Erweiterung Sunbreak zu bieten, die echt nett aussah und mich motivierte, die Jagd wieder aufzunehmen, damit ich nicht komplett den Anschluss verlieren würde. Jemand außer mir hatte wohl auch die Nase voll von Mario Kart und ließ Chocobo Kart ankündigen. Project Triangle Strategy hieß nun leider final wirklich Triangle Strategy. Miyamoto gab Sprecherdetails zu einem Mario-Film, der mich nicht mehr interessierte, seit bekannt war, dass Illumination ihn produziert. Das einzige, was mich noch weniger interessierte als Splatoon 3, ist Bayonetta 3 und dann war da natürlich wieder mein Ernst. Erzfeind, Mr. Plot-Armer persönlich. Kirby! Und er hat ein echt cooles Spiel im Schlepptau. Es erinnerte mich auf wohlige Weise an Super Mario Odyssey. Für einen Moment wollte ich dem kleinen Pummelhof schon unterstellen, die Spielmechanik geklaut zu haben, die Fähigkeiten seiner Gegner zu absorbieren. Bis mir in einem Moment der Weisheit einfiel, dass Kirby das ja schon immer gemacht hatte und er Mario der Dieb war. Wie dem auch sei, er und ich, wir haben wohl bald ein Date. Dann kann der Kleine im Vergessenland, geführt von meiner Hand, zeigen, was so in ihm steckt. Ebenfalls angekündigt wurde die Ankündigung des letzten Super Smash Bros. Ultimate Kämpfers im Oktober. Spoiler, es wird Sora gewesen sein, werden Wesen. Ist das eine Zeitform, die existiert? Gewesen sein, werden Wesen? Egal. Sora! Ohne alles Mögliche, was ihn an Kingdom Hearts bindet, weil Disney-Figuren wären wohl zu viele Lizenzkosten für Smash Bros. Gewesen. Und wer hätte schon gedacht, dass man den letzten Smash-Kämpfer anhand einer Umfrage auswählt, die vor Jahren einmal im Umlauf war? Theoretisch konnte sich hier niemand beschweren. Beschwert wurde sich allerdings trotzdem. Aber über Pokémon Unite, das gerade einmal 3 Monate gebraucht hatte, bis sie einen Alola Vulpix-Skin angeboten haben, der theoretisch für 40 Dollar zu kaufen war. Ich will ja nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es gesagt. Eine Halsabschneider-App. Zumindest war die Halloween-Musik im Menü cool. Wo wir auch gerade bei Halloween sind, Concerned Ape beglückte uns mit einem Trailer zu Haunted Chocolatier, dem geistigen Nachfolger zu Stardew Valley, das bereits seit 5 Jahren immer mal wieder auf meiner Switch gespielt wird. Allgemein wurde es langsam wieder Zeit, die Switch in die Hände zu nehmen. Wind Waker HD fand sein Ende, nachdem ich es gleich 2-mal durchgespielt hatte, und nun stand Skyward Sword an. Ich war recht schnell sehr gepackt von dem, was oft als eines der schlechtesten Zelda-Spiele verschrien wird. Natürlich gab es einige qualitative Anpassungen und Bugfixes, aber mit den wenigen Modifikationen kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel sich gleich so viel mehr bessert. Ich konnte mich jedenfalls kaum über die Steuerung, die Grafik oder sonst etwas beschweren. Es war eben ein schönes Zelda-Abenteuer, bei dem ich teils Elemente aus Breath of the Wild wiedererkannte, weswegen ich mich abermals fragte, welche anderen dieser Elemente neben dem Skydiving wohl in die Fortsetzung fließen würden. Mit der Geste Steuerung war ich letztlich so eingespielt, dass ich etwas enttäuscht war, als ich mich doch mal wieder im Breath of the Wild herumtrieb und nicht mittels Schüttelns des Joy-Cons mein Schwert ziehen konnte. Aber während all den Abenteuern in den Wolken wurde mir auch ziemlich böse das Herz gebrochen. Dennoch ist Fei mittlerweile zuständig für die Benachrichtigungstöne auf meinem Telefon. Manchmal frage ich mich, warum die Leute Begleiter in Zelda-Spielen immer so verabscheuen und nervig finden. Ich meine, immerhin wurde Fei für das HD-Remake schon stark beruhigt. Vielleicht mag ich solche Plappertaschen einfach. Trotz unserer gelegentlichen Streits vermisse ich sie jedenfalls. Geh, Peter, ich muss dich ermahnen. Weil ich mich hinsetze oder was? Willst du mir jetzt was vorschreiben mit deinem komischen Netzstrümpfen oder was du da hast?
Ausruhen kannst du dich später. Jetzt solltest du zuerst nach der Seekarte suchen. Was ebenfalls vermisst wurde, war die Emulationsqualität bei Nintendo Switch Online Expansion Pack. Besonders im Vordergrund stand hierbei Ocarina of Time mit seinem zu hohen Input-Lag, falschen Nebel und der fehlenden Bodenreflexion im Wassertempel. Ja, auch Nintendo war am berüchtigten Wassertempel gescheitert. Das Ganze gekoppelt mit einem etwas unverschämten Preis und schon wollte gefühlt niemand zum Start des Dienstes etwas mit diesem zu tun haben. Auch ich nicht. Weil was will ich mit Mega Drive spielen, sowie Ocarina of Time und Majora's Mask Emulation, die nicht einmal funktionieren, wenn ich besser aussehende 3DS-Version habe? Da kann man mich auch nicht mit gratis Animal Crossing DLC locken. Ich besitze Animal Crossing immer noch nicht. Lediglich um Banjo-Kazooie tat's mir etwas leid. Aber das war noch weit entfernt. Aber hey, wozu hat man Freunde? Denn Anfang November trat eine Freundin an mich heran und fragte, ob ich mit in eine Familiengruppe möchte. Der Leiter der Gruppe stellte sich dann witzigerweise als jemand von euch, den Zuschauern, heraus, was schon irgendwie recht lustig war. Von daher danke Yxi und danke Willi. Ohne euer Zutun hätte ich wohl mit niemandem Mario Party Superstars spielen können. Wobei ich nicht weiß, ob ich mir das überhaupt gekauft hätte, wäre es nicht zusammen mit zwei Joy-Cons in Farbe eigener Wahl für 100 Euro im Angebot gewesen. Dahinter lag sogar ein Plan. Ich suchte mir sogar extra Joy-Cons mit den möglichst hässlichsten Farben, die ich finden konnte, aus, weil ich plante, diese durch Schalen in Holzoptik zu ersetzen. Weil ich mich aber viel zu schnell an irgendwelchen Scheiß binde, wollte ich sie dann doch nicht auseinandernehmen. Und da Nintendo blöderweise keine grauen Joy-Cons mehr verkauft, wollte ich diese, seien sie noch so abgeriffen, auch nicht zerlegen. Also stehe ich noch immer mit meinem Bastelkit da. Vielleicht ja im nächsten Jahr. Ebenfalls im November beendete ich auch Skyward Swords extrem frustrierenden Bosskampf und Twitch-Zuschauer begannen mir Spiele für künftige Streams zuzuschicken. Unter ihnen waren die beiden Fuchsspiele Spirit of the North und New Super Lucky's Tale. Allerdings war sie nun auch gekommen. Die dunkelste Stunde des Jahres. Pokémon strahlender Diamant und Pokémon leuchtende Perle erschienen. Mit einem Mal wurde das Internet von diesen Spielen überschwemmt. Jeder spielte es, niemand sprach mehr von etwas anderem und sie sahen so meh aus. Und ich war noch immer der Überzeugung, dass man mit diesen Spielen und Pokémon-Legenden Arceus testen wollte, worauf die breite Masse mehr anspringt. Also musste ich nur hart bleiben, um meinen Standpunkt klar zu machen. Ich will keine solchen Pokémon-Spiele mehr. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Diese eine Regel, nach der sich alles Leben auf diesem Planeten richtet. Ist Pokémon! Kaufen eh alle! Ganze 1,5 Tage hat mein Widerstand gehalten, bis das Stockholm-Syndrom mich so weit hatte, dass ich dachte, okay, kaufst du den Mist halt auch, kostet nicht mal 50 Euro und so schlimm wird's schon nicht werden. Es schienen immerhin alle eine Menge Spaß damit zu haben und ja, für ein Spiel, das ich offiziell nicht besitze, hatte ich auch immer mal ein paar Minuten Spaß damit. Aber immer wenn ich Lust bekam, es zu starten, passierte wieder irgendetwas im Spiel, das mich den Kauf bereuen ließ. Mal waren es diese dämlichen Bidiza, die überall anzutreffen waren, mal die affige Steuerung, die mich an Wänden festkleben ließ, die ausschließlich hässlichen Outfits, und irgendwas nagte immer an meiner Seele. In kurzen Spielschüben gelang es mir letztlich doch, Liga-Champion zu werden, aber viel weiter konnte ich mich nicht mehr schleppen. Allerdings war mir während des Spiels eine Idee gekommen, wie ich aus dieser Schmach letztlich doch noch einen Vorteil ziehen konnte. Was das ist, wird allerdings ein Teil eines anderen, hoffentlich bald erscheinenden Videos. Bis dahin sei nur so viel gesagt. Ich werde dazu eine Verbindung von Pokémon Home zu strahlender Diamant brauchen. Und aktuell ist das Problem, dass seit der Pokémon Presents im August niemand mehr etwas von Pokémon Home gehört hat. Und selbst da waren News später mehr dazu. Vielleicht ist da ja etwas im Busch. Wenn ich etwas empfehlen dürfte, Nintendo, macht Pokémon Home doch einfach Teil des Nintendo Switch Online Expansion Packs. Das würde beiden Produkten helfen. Der Dezember brachte nicht viel Neues und ich legte die Switch wieder etwas beiseite. Es fand die erste Indie-World in diesem Switch-Jahr statt, die mit Sea of Stars und Endling Extinction Is Forever etwas zu bieten hatte, das mich interessierte. Allerdings sollten diese Spiele auch erst im Winter und Frühjahr 2022 erscheinen. Dazu startete ich nach all der Zeit endlich mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Es bot genau die düstere Melancholie, die ich mir von ihm erwünscht hatte, wenn auch nicht so düster, wie manche behaupteten. Oder sagen wir, es ist auf einem anderen Level der Düsterheit. Auf jeden Fall war es eine willkommene Begleitung der tristen Wintermonate. Allerdings hatte ich mir das Spiel nur von dem Möglichkeit aufzeigenden Schelm geliehen und muss bis heute noch an eine physische Version kommen, die nicht mehr als ein neues Spiel kostet. Vermutlich werde ich bald vor dem Dilemma stehen, es vorsichtshalber aus dem Wii U eShop kaufen zu müssen, denn dieser steht zusammen mit dem 3DS eShop nun endgültig davor, seine Pforten zu schließen, um dem Nintendo Switch Online Expansion Pack mehr Existenzberechtigung einzuräumen. Was man noch mit viel Erwartung entgegensah, waren die Game Awards.
Einige Zelda-Orakelmeister rechneten hier mit einer Chance auf einen weiteren Trailer zum Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oder zumindest einen Titel, damit man endlich etwas anderes sagen konnte als Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Außerdem war es die letzte Chance, einen Trailer zu bekommen, in dem ein früher 2022 Release angekündigt werden kann. Aber die Game Awards kamen und gingen. Und ohne einen Smash Bros. Ultimate Kämpfer, den man hätte offenbaren können, hatte Nintendo aus einem kurzen Clip aus Schnipseln bereits bekannter Trailer nichts zu bieten. Und selbst ich muss gestehen, dass ich an dieser Stelle nicht einmal wirklich den Videogame Crush of the Year Award vergeben kann. Vieles, an das ich mein Herz in diesem Jahr gebunden hatte, war einfach zu flüchtig. Nichts, was den vorangegangenen Gewinnern gerecht werden würde. Wenn ich mich unbedingt festlegen müsste, wäre es wohl Skyward Sword Zelda geworden. Mit ihrer charmanten Art spielte sie sich relativ schnell in mein Herz, um ihre Rettung zu motivieren. Aber letztlich musste ich mir die Frage stellen, was davon war überhaupt echt? Von daher entfällt in diesem fünften Jahr der Preis. Damit wir einem ausgenutzten und gebrochenen Herzen gedenken können, das sich künftig vielleicht wieder zusammenreißen und vor jemand Neues schlagen kann. Zudem stand Weihnachten vor der Tür und im Zuge des Unboxing-Adventskalenders versuchte ich an das vorherige Jahr anzuknüpfen. Dort hatte ich Xenoblade Chronicles unboxed und damit offiziell die Streams auf meinem Twitch-Kanal begonnen. Dieses Jahr kam ich dazu, Starlink zu entpacken, nachdem es schon fast 2 Jahre in meinem Schrank vergammelte. Und da einem mittlerweile alles Starlink-relevante Zeugs hinterhergeworfen wird, habe ich einfach alles gekauft, was die Toyline zu bieten hatte. Meine Sammlung wäre jetzt komplett. Wäre nicht wieder irgendein Vollidiot auf die Idee gekommen, filialexklusive Raumschiffe anzubieten, die jetzt natürlich nirgendwo mehr zu finden sind, außer zu Wucherpreisen bei Vollidioten auf eBay. Mann, es ist auch immer derselbe Scheiß mit diesem Müll. Nichtsdestotrotz testete ich im Jubiläumsstream auch endlich das Spiel und ich weiß nicht, ob ich zu abgelenkt war, aber irgendwie muss mich das Game nach der ersten halben Stunde verloren haben. Bald befand ich mich auf einem Planeten und wusste nicht so recht, was mit mir anzufangen. Und da steht der Spielstand noch heute und wartet auf eine erneute Chance. Schade eigentlich. Allerdings konnte ich im Jubiläumsstream immerhin auch weitere Zuschauerpost auspacken. Und so fanden 2 weitere der fehlenden Amiibos ihren Weg zu mir, Pixelink und Ganondorf. Es fehlten nur noch 9. Außerdem befand sich nun auch endlich Okami in meinem Besitz, das seitdem ungeduldig vor sich hinknurrend verlangt, gespielt zu werden. Der Anfang 2022 war recht verschlafen. Nachdem ich gehört hatte, dass Star Fox Zero das mieseste Wii U-Spiel aller Zeiten sein soll, war dieses gleich am nächsten Tag in meinem Briefkasten und landete auf dem Fuchsspielstapel. Kurz darauf nahm ich auch Abschied von Midna und wirbelte ein paar Minuten in Link's Crossbow-Training herum. Nicht zu empfehlen. Aber das Timing hätte besser nicht sein können. Denn kaum war Twilight Princess vorbei, stand etwas Neues, Altes in den Startlöchern. Banjo-Kazooie war nach all der Trübsal der vergangenen Monate genau das Richtige. Natürlich war die Steuerung etwas altbacken und wäre vermutlich viel weniger frustrierend gewesen, wenn man mal an einen dieser N64-Controller gekommen wäre, welche die Scalper so wunderbar horteten, aber es war eine bunte Sause, mit der ich wunderbar die Zeit zum nächsten Spiel überbrücken konnte. Denn Ende Januar, fast ohne dass ich es bemerkt hatte, war es an der Zeit für Pokémon Legenden Arceus. Ich stand direkt bei Ladenöffnungen vor der Tür, um mein Exemplar zu ergattern. Mein richtiges Exemplar zum Anfassen. Nicht diesen digitalen Mist, den ein Nintendo aufzwingen will, indem es quasi verbietet, das Spiel irgendwo zu verkaufen, bevor es im eShop freigeschaltet ist. Was nebenbei gesagt schon extrem dämlich ist, weil der Kram sowieso schon eine Woche vorher als ROM im Netz zu finden war und sämtliche Hacker quasi schon durch waren, bevor man das Spiel überhaupt auf ehrlichem Wege erwerben konnte. Aber all das war in dem Moment egal. Neues Spiel, altes Zeitalter, es konnte losgehen. Ich hatte viel Hoffnung, wenig Ahnung und sollte nicht enttäuscht werden. Auch wenn die ersten Momente die schlimmsten des Spiels waren. Ein Kind aus der modernen Welt fällt mit einem Telefon in eine längst vergessene Zeit. Toll! Ein Isekai. Genau die Art Geschichte, die ich nicht hören möchte. Weil Autoren das für gewöhnlich tun, um ständig Referenzen zur Neuzeit machen zu können. Aber nach diesem ersten Schock und den 3 Stunden vollgetextet werdens von Anfang jedes Pokémon-Spiels, stand mir endlich die Welt offen. Oder sagen wir, der erste Teil der Welt stand mir offen und sie ließ mich nicht mehr los. Ich wollte schon seit Ewigkeiten mal ein Video darüber bringen, welche kleinen Verbesserungen Pokémon mal nötig hätte, um moderner und weniger nervig zu werden. Und hier war so vieles davon zu finden. Beinahe nahtlose Übergänge in Kämpfen, man konnte sogar weglaufen.
laufen, indem man in einem Kampf vor dem Kampf davonläuft. Allgemein wurde endlich etwas deutlicher, warum kein Kind in Pokémon-Spielen ins hohe Gras darf, ohne ein Pokémon dabei zu haben, das es beschützt. Man kann sogar mit einem ganzen Team besiegter Pokémon umherlaufen und fällt nicht in Ohnmacht, bis ein wildes Pokémon dafür sorgt, dass man es tut. Attackenmanagement ohne Attacken, Fair- und Air-Lerner und. Einzig seltsam war, dass man Pokémon zwar aus ihren Bällen holen konnte, sie einem aber immer noch nicht hinterhergelaufen kam. Eine Sache, die selbst die grottenschlechten Remix einigermaßen hinbekommen hatten. Manche möchten meinen, Arceus hätte es nicht verdient, ein Vollpreisspiel zu sein, weil es so wenig Content zu bieten hätte. Meiner Meinung nach hat es allerdings mehr zu bieten als die Sinnoh-Remakes. Auf dem Papier mag der ganze Inhalt wirklich etwas dürftig sein und das ganze Spiel eher wie ein Proof of Concept wirken, aber der Gameplay-Loop, der mit diesen wenigen Elementen geschaffen wurde, hat mich immerhin schon über 150 Stunden in seinen Bann gezogen und es wären wohl noch mehr, hätte ich nicht nun schon alles getan, was das Spiel zu bieten hatte. Abgesehen vom Perfektionieren jedes einzelnen Pokédex-Eintrags, denn das ist eine ganz neue Dimension von Bescheuertsein, da muss der Schelm noch um einiges mehr flüstern. Ich konnte wirklich nur hoffen, dass künftige Pokémon-Spieler hier drauf aufbauen und nicht auf den Sinnoh-Remakes. Den Nachteil, den Arceus allerdings mit sich brachte, war, dass ich meine Switch wieder öfters im Handheld-Modus benutzte. Und langsam zeigte sich wirklich ihr Alter. Allein wie der Lüfter mittlerweile losbraust. Ich habe daraufhin ein Lüfter-Wechselkit gekauft und besagten Lüfter gewechselt. Der neue war allerdings im Ruhezustand etwas lauter als der alte, also habe ich doch wieder den alten eingebaut, in der Hoffnung, das Problem mit dem Kreissägentönen hätte sich erledigt, nachdem ein kleines Stück Plastik aus dem Inneren herausgefallen ist, das ich wahrscheinlich damals beim Zerbrechen des Kühlergrills im Lüfter gefangen hatte. Aber nein. Er begann wieder wie eine Kreissäge zu klingen, also habe ich nun doch wieder den leicht lauteren Lüfter eingebaut. Ich brauche wirklich langsam eine neue Switch. Im Laufe des Jahres hatte ich öfters überlegt, nun doch eine OLED-Switch zu besorgen. Mein einziges Problem dabei ist allerdings, dass ich nicht weiß, ob Nintendo zum Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild eine Sonderedition dieser OLED-Switch auf den Markt bringen wird oder nicht. Also bleibt mir wohl nur abzuwarten. Vermutlich wird sich spätestens zur E3 2022 zeigen, ob ich noch ausharren sollte oder nicht. Aber es ist wohl wirklich an der Zeit, die ursprüngliche Switch auszutauschen. Und deshalb hoffe ich, es bleibt nur beim Gerüchten, dass der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild sich auf 2023 verschiebt und man stattdessen dieses Jahr lieber einen Port von Wind Waker oder Twilight Princess veröffentlicht. Was aufgrund kosmischer Ironie jetzt natürlich um einiges wahrscheinlicher ist, da ich extra eine Wii U für beide Spiele gekauft habe. Für mich scheint der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild in diesem Jahr jedenfalls immer unwahrscheinlicher, wenn man bedenkt, was der Februar uns noch gebracht hat. Nach einer gefühlten Ewigkeit bot dieser wieder eine Nintendo Direct. Sie begannen mit Fire Emblem Warriors, das ich jeden Tag aufs Neue entdecke, da ich ständig vergesse, dass es existieren soll. Fire Emblem im Warrior-Stil war jedenfalls schon immer sehr verlockend und offenbar scheint es gerade zu einer Tradition bei Nintendo zu werden, neue heiße Dinge zu Warrior-Spielen umzuwandeln. Warten wir also gemeinsam auf Arceus Warriors. Was hatten wir noch? Mario Fußball, das aussieht, als hätte jemand ohne Ahnung von Fußball Fußball mit Football gemischt, aber es ist ein Mario-Sportspiel, ich habe dazu nichts zu sagen. Bla bla bla, Splatoon, Mickey Mouse Kart, weil Mario Kart ja noch nicht ausgelutscht genug ist. Oh, die Ezio-Kollektion. Klingt cool. Nur habe ich die Spiele alle schon zweimal durch. Live Alive sah recht interessant aus. Nintendo Switch Sports kam 5 Jahre zu spät. Triangle Strategy bestand auf seine letzte Demo, die mir schon wieder Lust auf mehr gemacht hatte. Ich denke, wir werden das Video zum 6. Jahr abwarten müssen, um aufzulösen, ob ich es spielen werde oder nicht. Und dann zeigte sich, dass Nintendo wohl bemerkt hatte, dass ihnen in ihrem Veröffentlichungsuhrwerk nur die stete Ankündigung neuer Smash Bros. Ultimate-Charaktere fehlte. Denn warum sonst sollten sie nach 5 Jahren plötzlich beschließen, dem mit allen DLCs von der Wii U geporteten Mario Kart 8 Deluxe noch einmal einen Erweiterungspass zu verpassen? 48 neue Strecken, gestaffelt zu veröffentlichen bis Ende 2023. Klingt doch nach einem Plan, um wieder etwas auf den Game Award präsentieren zu können. Ich zweifle zwar daran, dass über Mario Kart Strecken genauso debattiert wird wie über neue Smash-Kämpfer, aber versuchen kann man es ja mal. Immerhin wird diese Erweiterung ebenfalls Teil des Nintendo Switch Online Expansion Packs sein, also muss ich mir nicht die Frage stellen, ob ich es kaufen will oder nicht. Und dann? Den Abschluss machte das im September erscheinende Xenoblade Chronicles 3. Ich mag es, wenn Trailer einem etwas zeigen, das einem gefällt, nur um dann zu enthüllen, dass es Teil von etwas ist, was einem vorher schon gefallen hat. Mein letztes Xenoblade ist jetzt 1 Jahr her, also wird es wohl endlich Zeit, sich mit Xenoblade Chronicles 2 zu beschäftigen. Und da dessen Special Edition nur noch zu Wucherpreisen zu haben ist, muss ich mich wohl mit einer normalen Hülle zufrieden geben und das Steelbook vergessen. Außerdem fand kurz nach der Direct das Nintendo Switch Online Expansion Pack Update auf 2.0.0 statt, wo zum Release von Majora's Mask endlich grobe Bugs aus Ocarina of Time und anderen NSO 64 Titeln entfernt wurden. Alles im Allem also eine gute Tendenz beim bisher so stark kritisierten Nintendo Switch Online Expansion Packs.
Und dann war da noch Pokémon, das natürlich auf den letzten Drücker noch seine Pokémon Präsenz für den 27. Februar ankündigen musste und mal wieder dafür sorgte, dass dieses Video hier erst kurz vor knapp bearbeitet werden konnte. Hatte die Präsentation dann wenigstens etwas Wichtiges zu sagen? Größtenteils nicht. Es ging um Updates in sämtlichen Apps mit Jubiläen, egal ob sie Sinn ergeben oder nicht. Die Remakes erhalten ein besonderes Pokémon, das ich schon vor 2 Wochen in Arceus fangen konnte. Arceus an sich enthält ein Update, das ich aus Zeitgründen noch nicht begutachten konnte, aber es sah einfach nur nach mehr Stress aus. Aber dann gab es auch noch diesen kleinen relevanten Part am Ende. Pokémon Generation 9, Karmesin und Purpur. Absolut bescheuerte Namen im Vergleich zum englischen Scarlet und Violet, aber ist Pokémon! Kaufen eh alle. Viel wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber das, was wir wissen, klingt bereits nach etwas, auf das sich lohnt zu warten. Denn letzten Endes schien Pokémon Legenden Arceus wirklich nur eine Tech-Demo für Generation 9 gewesen zu sein. Eine kleine Halbstufe, damit man sich an das neue Pokémon gewöhnen kann. Auf der offiziellen Webseite zu den Spielen heißt es jedenfalls, die zahlreichen Städte gehen nahtlos in die umliegende Wildnis über. Du wirst den Pokémon in dieser Region überall begegnen können, im Himmel, im Meer, in den Wäldern und auf den Straßen. Erlebe die beliebten Elemente der Pokémon-Reihe schon bald in einem Open World. Stil, das für Spieler jeden Alters geeignet ist. Ich sage nur endlich und danke. Und ich hoffe, dass auch weitere Elemente aus Arceus beibehalten werden. Vielleicht nicht alle, aber viele. Ansonsten wissen wir, dass die neue Region auf Spanien und Portugal basiert, ich mich nicht für eine Farbe entscheiden kann, total in den Pflanzenstarter vernarrt bin, die Anfangsbuchstaben der Starter Felori, Krokel und Quax zusammen FKK ergeben und die Spiele wohl Ende des Jahres erscheinen werden. Und so sehr ich mich darauf und auf Xenoblade Chronicles 3 freue, bleibt nun die Frage, wo bleibt da gegen Ende des Jahres noch Platz für etwas Großes wie den Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild? Erscheint es im Sommer, direkt nach der E3? Erscheint es mit Pokémon als Weihnachtstitel und frisst sich mit diesem die Verkaufszahlen weg? Wird es nach 2023 verschoben, weil man das nun einmal mit Zelda-Spielen so macht? Werde ich mir eine neue Switch kaufen müssen, bevor eine Special Edition angekündigt wird? All das sind Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Alles, was uns bleibt, ist abwarten. Zu sehen, was es bringt. Das nächste Jahr mit der Nintendo Switch.